Hi Freunde, hier ist euer Nackenschmerz-LP. Da ich Nackenschmerzen habe, werde ich wenig Zeit am Rechner verbringen, sondern den ganzen Nacken schon. Denn, Junge, diesmal hat's mich übel erwischt. So wenig Bewegung habe ich hier. Deswegen spielen wir heute Don't Knock Twice. Ist ein kleines Horrorspielchen, welches ich so gut wie nicht schneiden werde, sondern so wie früher Let's Playen werde. Ich flippe aus. Ein Let's Play? Gut, ich halte jetzt die Schnauze. Wir spielen jetzt dieses kleine Horrorspielchen. Es soll circa eine Stunde gehen. Also das heißt, 1, 2, 3, 4 Parts wird es davon geben. Und wir starten jetzt direkt ein neues Spielchen und schauen uns an, was dieses Spiel zu bieten hat. Holy shit, du hast gerade zweimal genockt, obwohl das Spiel Don't Knock 2 heißt. Don't Knock Twice. Dumme Tür! Jetzt reitet sie wahrscheinlich uns in die Scheiße, ha? Huh? Oh Gott. Ladezeiten. Ja, ich kann's nicht rausschneiden. Willst du etwa, dass mein Nacken explodiert oder so? So, da sind wir. Oh. Da vibriert etwas. Mein Handy. Greifen. Okay, drücke, um das Handy anzuzeigen, zu verbergen. Okay. Oh, nein, 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 was stand denn da? Lass mich endlich in Ruhe. Chloe. Okay, Chloe, wo bist du denn? Was habe ich dir angetan? Bin ich so eine Nervensäge? Verzeih mir, Chloe. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Scheint so, als wäre ich betrunken. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Der Kerzenhalter? Wartet mal. Der müsste ja irgendwo leuchten, hä? Scheiße, ist das Spiel dunkel. Ich sehe keinen Kerzenhalter. Oh, ihr seht doch gar nicht das Handy. So, jetzt habe ich doch geschnitten und... Oh. Aua. Autschi, autschi. Das tut so weh. Ich musste schneiden im Nachhinein. Okay, wo ist der... Wo ist der Kerzenständer? Der ist... Oh, da. Okay, den zünden wir jetzt hier an, oder was? Am Feuer? Let's go. Halt rein, die Scheiße. Zünden Sie die Kerze mit dem Feuer an. Das habe ich vor. Ah, wir haben sogar eine Errungenschaft bekommen. Oh. Hallo, Chloe. Benutzt die Kerze, um die Wandkerze anzuzünden. Wer klopft da? Verschwinden Sie! Was fällt Ihnen ein? Die Wandkerze? Die Okay, einen Moment mal. So, ich habe das Spiel jetzt mal ein bisschen heller gemacht. Das war jetzt aber auch der allerletzte Schnitt, hast du gehört? Okay, die Wandkerze. Ach du Scheiße. Okay, komm. Zünden wir mal die Kerzen an. Wer ist da? Wer stört mich hierbei? Chloe, bist du's? Hallo, Chloe? Chloe? Bist du... Oh mein Gott, was ist das? War das ein Vogel, der... Oh Gott. Ich muss Consuela unbedingt sagen, dass sie die Fenster nicht zu gründlich reinigen soll. So viele tote Vögel, die gegen das Fenster fliegen. Okay, soll ich hier sonst was machen? Hier ist noch ein Laptop an. Soll ich da vielleicht etwas tun? Da ist irgendwie ein komisches Bild. Das können wir uns greifen, okay. Ach ja, Chloe. Werfen können wir es auch. Oh, ich kann zielen? Ah, wir können uns das Ganze auch noch genauer angucken. Oh, Amnesia-Flashbacks. Und werfen. Sehr gut. Wie sieht's aus mit dem Laptop? Kann ich dich greifen? Ah, Moment, Moment. Das ist okay, das kann ich schnappen. Den Laptop aber tatsächlich nicht, okay? Ach, die einzelnen Briefe aber. Na, super Mechanik. Gut. Ah, okay, nur die Kerze reflektiert sich im Fenster. Okay, gehen wir jetzt mal weiter. Hier drüben hat's auch geklopft. Wir machen mal ganz kurz die restlichen Lichter auch an. Das müssten jetzt alle gewesen sein, nicht wahr? Gut, dann gehe ich mal weiter. Hier hat es gerade geklopft. Es ist Ruhezeit. Oh, mein Handy. So, wir haben eine Nachricht. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Ich war das nicht. Kann ich antworten? Wieso? Wieso kann ich nicht antworten? Und wieso habe ich mit einer Hand das Handy weggesteckt und den Kerzenständer, die brennende Kerze aus meiner Hose geholt? Du bist ein verrückter Typ, Mann. Du bist ein verrückter Typ. Wow, diese Gemälde. Wer würde sich solche Bilder aufhängen? Okay, gehen wir einfach mal hier lang. Jemand hat das Licht anscheinend ausgemacht. Jemand ist wieder eingebrochen. Oder es war wieder nur ein Vogel. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, oh. Chloe? Chloe, bist du's? Was ist das denn hier?
Errungenschaft erhalten, Bücher. Okay, wir können Bücher also finden. Wir können es auch noch lesen. Oh Gott. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebung kann von überall, von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehungen zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seid ihr... Okay, ich kann nicht lesen, während irgendein Wahnsinniger hier gegen das... Oh, jetzt weiß ich, warum der dagegen haut, weil es mir echt viel Spaß macht. Oh, das hier ist... Oh, warte, wenn ich das jetzt hier fallen lasse. Warte mal. Okay, ich kann es später weiterlesen. Wir werden sicherlich noch in den nächsten Raum reinkommen, oder? So, pass auf, ich kann mich nicht konzentrieren. Wer klopft hier ganz entgegen? Hallo? Wer ist da? Okay, diesmal war es kein Vogel, es war... Eindeutig eine Silhouette zu sehen. Hier ist noch ein weiterer Zettel, den ich mir durchlesen kann. Amt für Gesundheit und Soziale Dienste, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb, bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe Ann Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingerichtet werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. Mit freundlichen Grüßen, Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Verstehe. Okay, leg es hin. Consuela, hier ist wieder ein Saustall. So, wer ist jetzt hier? Oh, wir können das hier öffnen. Wir können sogar rausgehen. Will ich das denn? Scheiße, das Spiel ist sehr dunkel, nicht wahr? Ha! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh oh! Oh! Lassen Sie mich rein! Consuela? Bist du's? Oh. Warte mal. Was hat er hier? Okay, ruhig bleiben. Dieses Gebäude hat sicherlich noch andere Eingänge. Einen Moment, ich mache das Spiel noch ein bisschen heller. Einfach damit ihr ein bisschen was seht und eine interessante Erfahrung habt hier. So. Da klopft jemand die ganze Zeit ans Fenster. Warte mal. Hey! Hey, Chloe? Ich soll ans Handy gehen. Moment mal. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige Hure. Oh. Ich bin eine Hure. Und kein Hurensohn. Ich spiele eine Hure. Ach so, okay. Na denn? Wieder verlassen. Oh, die denkt, ich hau jetzt ab. Chloe, nein. Das war nur ein Scherz. Oh, nein. Okay, die Tür geht auch nicht auf. Scheiße. Es klingt jetzt komisch, aber ich habe mich ausgesperrt. Hier stand jemand vorm Fenster. Ist wahrscheinlich ein Geist, der uns umbringen wird. Oh. Gut, das Ding ging auf. Oh Gott. Das Bild. Ich dachte, da läuft etwas. Okay, das können wir uns auch durchlesen. Tagebuch von Chloe, 10. Oktober 2016. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen. Und jetzt schlendert sie in einem Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist? Daraus wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht, mich mit ihrem coolen Job und großem Haus zu beeindrucken, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat. Und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein, und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Scheiße, Mann, die ist überhaupt nicht dankbar, dass ich sie adoptiert habe. Aber das Haus ist beeindruckend, oder? Oh, warte, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Oh, oh. Oh, 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 wir müssen das Ding wieder anzünden. Schnell. Okay, da. Was ist denn das hier auf dem Boden? Consuela? Was ist das hier? Consuela, habe ich meine Menstruation? Ich habe doch gesagt, du sollst es frühzeitig einführen, das Tampon. Ach, shit. Okay. Gut, wir haben hier jetzt noch irgendwie am südlichen Rand des elysischen Täler. Steht ein Abendnummer aus Beispiel, dezent, Stichel zu sehen. Ja, okay, das ist hier dieses Haus auf jeden Fall, oder auch nicht. Oh, ist schick, schick. Schickes Haus. Okay. Das ist fein. Gut. Dann. Wartet mal, das. Willst du etwa, dass ich hier hingehe? Ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimnis? Sind hier irgendwo Geheimnisse? Du wolltest, dass ich hier hingehe. Nein, ist hier nichts? Gar nichts?
Oder jemand ist von draußen hier reingekommen, nicht wahr? Und deswegen ist es schmutzig. So. Oh, ich mach einfach mal die Kerzen wieder an und... Warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Flups. Ich kann mich auch an diesen Weg gar nicht erinnern. Hier. Ist abgeschlossen. Verdammt nochmal! Wieso habe ich denn nicht die Schlüssel dafür? Chloe? Schätzchen? Ich werde dich nicht verlassen. Du langweilst mich nicht. Aber das Haus ist gut, oder? Okay. Was ist das denn hier für eine Flasche? Ups. Hier können wir wieder auf jeden Fall unsere Kerze anzünden. Und hier kann ich drin spielen, leider nicht. Direkt Minuspunkt, Mann. Oh, ist das ein Yamahi? Ich dachte, das ist vielleicht ein Rätsel. Oh. Oh, oh. Oh, shit, Mann. Hier ist jemand reingekommen. Oh. Oh, wir folgen jetzt einfach mal den Spuren. Hallo? Ist verschlossen. Was ist das hier? Ist das auch etwas zum Lesen? Methadon. Verschreibung Methadon. Die Tablette in mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderem alkoholfreiem Zitrusgetränken auflösen. Lassen Sie die Tabletten sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Verschreibung Methadon. Frau J. Webb Thomas. Okay, das ist auf jeden Fall an uns, ne? Julia. Wir sind doch Julia. Interessant. Oh nein, nicht wieder diese Spielchen. Das hier? Da ist schon wieder ein Vogel, ich wusste es. Das ist doch Bullshit. So. Alles schon anzünden? Ich dachte schon, am Ende steht da so ein... Ich dachte, das ist langes, schwarzes Haar, weißt du, wie das The Ring-Mädchen, so das Typische. Oh, das hier ist verschlossen. Da steht doch jemand, oder? Oh nein, warte mal, was? Junge, das sieht aus, als würde da jemand stehen, so ein kleiner, nackter Gnom oder sowas. Oh, oh. Lass mal weitergehen. Hier ist noch ein Zettel. Missing Child. Ein Kind wird vermisst, oh je, Mine. Ein 9-jähriger Junge, Höhe 150 cm, Haarfarbe braun, vermisst seit Montag, der 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen. Okay, vermisst seit dem Montag, 10. Oktober. Aha, aha, ein Kind wird vermisst, interessant. Wieso liegt das hier? Du siehst aus wie der Junge, aber ich glaube, du bist etwas älter. Haben wir hier etwas Interessantes? Nein. Sehen wir hier etwas in der Reflexion? Ah. Chloe? Hast du einen Jungen entführt? Hast du ihn entführt und adoptierst ihn jetzt und willst zeigen, dass du eine bessere Mutter bist als ich? Chloe? Nicht witzig. Ah, ein weiterer Zettel. Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Oh, wir haben sie abgegeben, okay. Und weil wir drogensüchtig waren. Interessant. Schieben, ziehen. Ja, warte mal. Ja, da steht doch etwas. Ich möchte es mir gern angucken. Was damit? Na gut, wir können es zuklappen. Gut. Immerhin. Was ist das? Ist das ein Käfig in der Mitte? Warum haben wir einen Käfig? Okay. Oh. Chess und Chloe. Chess und Chloe. Wer ist Chess? Noch ein anderes Kind? Cola. Gut. Das ist also anscheinend ein weiteres Kind, oder was? Das habe ich schon gelesen. Den kann ich umklappen. Hier sind noch mehr Tagebücher. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Oh nein. Kinder, die mit rituellem Zeug rumspielen. Ein Grund, keine Kinder zu holen. Hast ein Kind, macht es plötzlich irgendwelche dämonischen Rituale. Toll.
Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Oh, das war nur ein Traum, alles klar, okay, nichts gegen Kinder. Die schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür und ich schrie, klopft nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwache im kalten Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum, aber... Und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real. Baba Yaga? Who the fuck is Baba Yaga? Und genau, das Spiel heißt ja Don't Knock Twice, also wir sollten auf jeden Fall nirgendwo zweimal klopfen. Soll ich hier durch? Anscheinend soll ich hier durch. Hallo? Oh mein Gott, okay. Das ist doch eine Matroschka, keine Baba Yaga. Oh, Gottes Willen! Ha, es ist verschwunden. Mein Handy vibriert. Zu viel auf einmal. Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ja. Oh. Anscheinend nicht. Anscheinend kann ich jetzt weiter, Chloe. Okay. Diese blöden Kisten. Gut, wir haben hier also noch andere Erinnerungsstücke, die ich aufheben und wegschmeißen kann, ha? Cool. Oh, die Tür ist jetzt auch offen. Oh, warte, das hier kann ich mir bestimmt auch angucken. Nein, ist nur ein langweiliges Bild. Ist nur ein langweiliges Bild. Okay. Chloe? Consuela? Geht's euch gut? Oh nein. Gut. Oh nein. Was steht da? She's mine. Käfig. Sie ist ein Käfig. Ich bin so eine verrückte Alte, die sie festhält. Da war doch gerade eine Tür, oder was? Oh shit, ich bin wieder high. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ups. Okay, hier ist noch ein Zettel. Tagebuch von Jess. Oh, Jess. Wenn nur Ben hier wäre. Ohne ihn ist alles anders. Es war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht. Als er, warte mal, heißen wir nicht Julia? Jetzt sind wir Jess? Kein blassen Schimmer mehr. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet. Und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt. Selbst wenn ich unter Drogen war. Als ich sie weggegeben habe. Als ich Welten von ihr entfernt war. Und ich liebe sie. Yeah, was ist das, ne? Aber sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mich je wieder wegnimmt. Oh Gott, ich glaube, wir sind eine verrückte Mutter geworden, die jetzt Chloe eingesperrt hat oder so ein Shit. Kann das sein? Hey, Rapunzel. Oh Gott. Ist das dieses komische Ritual? Und wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendetwas versteckt ist? Irgendwo. Da, guck mal. Das war jetzt eine kleine Matroschka. Aha. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir nur die anderen nicht gefunden. Es gibt ziemlich viele Achievements, die man sich hier holen kann in dem Spiel. Ich mag das. Wer ist das? Webtom Julia, das sind wir. Sind wir das? Sieht das aus wie eine drogensüchtige Mutter? Achso, lesen. Guck mal. Vordere Seite Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Rückseite Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen. Ja, weil die drogensüchtig ist, nicht wahr? Und die wollen die dann jetzt so reinigen. Dies, das. Okay. Na, leg mal los. Sicher, dass das ein Stampfer, ne? Ja, jupp, nichts anderes. Hallo? Das ist eine Statue. Und da ist ein Kind im Arm. Schön. Ich bin übrigens auch Mutter. Und ich bin drogensüchtig. Da ist noch ein Zettel. Was steht hier drin?
Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Manchmal, selbst jetzt, sehne ich mich beim Einschlafen nach einem Schuss. Oh, Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über meine Beziehung mit Chloe sagen. Ja, ist schwer jetzt. Ja, lass mal liegen jetzt. Das ist schwer jetzt. Oh, hier kann ich dran drehen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, da ist der Kelch, um mich zu reinigen. Was zum Teufel? Okay. Ist das hier Ben? Habe ich die Skulptur nach Ben geschaffen? Ich bin immer dicht, wenn ich das mache. Aha. Okay. Das sieht gruselig aus hier. Kann ich das vielleicht... Nein? Eieiei, wo ist meine Kerze eigentlich hin? Und... Okay, das Wasser schwebt jetzt hier. Ach, wir brauchen... Wir brauchen Wasser, wir brauchen Feuer, wir brauchen... Oh, verstehe. Wartet mal ganz kurz. Das Gefühl, dass sich hier noch irgendwo etwas befindet. Nein? Okay. Dann lass uns mal losgehen und hierhin weitergehen. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Oh Gott. Ich halte dich echt gefangen, nicht wahr? Fuck. In slawischer Volkskunde ist die Baba Yaga ein übernatürliches Wesen, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Das bin ich. Ich bin Baba Yaga. Sie ist die älteste Art Hexe, grimmig und übel. Sie lebt im Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht, selbstständig Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Baba Yaga. Hier ist Haarspray. Das mitnehmen? Errungenschaft Pyrotechnik. Ich kann sprühen. Oh ja, das ist das Feuer. Okay, damit können wir jetzt ein bisschen sprühen. Oh nein, sag mir nicht, ich muss mich verteidigen. Nice. Baba Yaga? Na komm, schneller. Ah, da ist noch eine Tür. Oh, komme ich hier durch? Ich komme hier durch. Wunderbar. Wo bin ich? Upp. Ah, ich bin jetzt hier. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor habe ich gesehen. Ich bin jetzt im Innenhof. Richtig, und das muss ich jetzt rüberbringen zum Ritual, nicht wahr? Hier lang? Nein, gut, ich soll wieder ins Haus. Moment mal. Hey, Chloe. Chloe, hinter dir. Chloe. Baba Yaga oder eine sehr helle Tür. Oh. Das... Schön, Chloe. Das ist echt gut gemacht. Das sah gut aus. Mama ist stolz. Kann ich da jetzt rein? Oh, shit. Sie lebt also noch. Oder schreibt jetzt vielleicht das Monster aus der anderen Welt? Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles meine Schuld. Chloe, jetzt hasst sie mich nicht mehr. Jetzt mag sie mich und will Hilfe, ja? Ja, typisch. Mom, ich hasse dich, aber hol mich bitte um 3 Uhr morgens ab von der Disco, wenn ich stockbetrunken bin. Oh, sieh an. Ja. Edelstein des Geistes, Amethyst. Edelstein des Wassers, Saphir. Edelstein des Feuers, Rubin. Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ja, die Elemente. Okay. Habe ich schon begriffen, dass ich sie mir holen muss. Lass mal fallen den Shit. Oh, wer ist das denn hier? Ist das Chloe? Vordere Seite Chloe mit 9 Jahren. Ihre Lieblingspuppe, Ruby. Feuer, um ihr kaltes, totes Herz zu kochen. Auf der Rückseite? Wow. Oh, vielleicht sollte ich das hier mitnehmen. Kann ich das mitnehmen? Ich kann es nicht mitnehmen.
Oh, wir haben eine Karte des Hauses, oder was? Games Room. Das möchte ich gerne haben. Es tut mir leid, bitte hilft mir. Ich meinte das nicht ernst. Sind die Eltern unter uns? Ah. Kinder, hä? Huh? Na gut, dann gehen wir sie jetzt mal retten. So, auf geht's. Okay, halt die Schnauze. Ich chill hier einfach. Ist das das Spielzimmer? Das ist das Spielzimmer. Ich habe hier einen Billardtisch und damit spiele ich jetzt. Warte mal. Zielen. Und werfen. Das kann man ja echt spielen. Wartet mal, vielleicht gibt es ein Achievement dafür. Eine Kugel zu versenken. Oh, das ist sogar Snooker. Ich liebe Snooker. Pass auf. Wie packen wir jetzt? Okay, zielen. Und werfen. Na gut. Geh ja schon. Oh Gott, warte. Was ist denn jetzt schon wieder? Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche, sie brennt. Oh Gott, brennende Puppen auch noch. Das ist die Küche. Aber das ist auf jeden Fall das Feueropfer. Oh. Oh. Das zum Teufel. Das ist creepy. Ist hier unten die Küche? Wo würde ich eine Küche? Oh, ich habe doch die Map, genau. Ah, kein Problem, wir haben sie. Wir haben sie. Okay, nimm die Axt. Oh. Jetzt kann ich die schwingen. Sehr gut. Und da drin ist die Puppe, nicht wahr? Oh, warte. Warte. Kann ich das hier? Ah, ich kann das bestimmt kaputt schlagen, weil es zu heiß ist. Na komm. Nein. Okay, dann halt nicht. Okay, vielleicht soll ich den Herd erstmal ausstellen, nicht wahr? Greifen. Okay. Wir haben's. Heilige Scheiße, ich hab sie einfach so rausgezogen aus dem Ofen. Oh. Erstmal lesen. Es gab eine junge Frau, die von allen anderen Menschen aus ihrem Dorf schikaniert und gestichelt wurde. Sie war stets einsam, aber sehnte sich, Mutter zu sein und für ein Kind zu sorgen. Mit dem Alter zog sie sich aus der Gesellschaft zurück. Kinder des Dorfes nutzten ihr Wissen über das Verlangen der Frau aus. Sie klopften an ihre Tür und liefen weg. Man sagt, es trieb sie allmählich in den Wahnsinn. In Irrsinn und Not traf sie ein Abkommen mit dem Dämon Baba Yaga. Ihr sollte der Kindeswunsch gewährt sein, musste aber der Baba Yaga fortan dienen und ihr menschliche Kinder als Opfer darbieten. Das sind wir. Die Dorfkinder, die sie so gequält haben, sollten ihre Rache spüren. Sie legte einen Fluch auf ihre Tür, sodass jedes an die Tür klopfendes Kind zur Beute vom Baba Yaga wurde. Und vorhin hat ihr jemand geklopft und dann war es weg. Ja, ist es doch, oder? Und wir haben das Bild des vermissten Kindes, Mann. Wir haben ein Abkommen mit Baba Yaga. Oh, und jetzt haben wir noch unsere Tochter zurückadoptiert, um die auch zu opfern. Du kannst mit der Axt verschlossene Türen öffnen, indem du die Türgriffe schlägst, okay? Nice. Okay. Das hier stellen wir mal ganz kurz aus. Ehrlich gesagt habe ich damit voll gerechnet. Okay. Nein. Oh, hatten wir das Foto schon? Hatten wir noch nicht. Vordere Seite Jesse und Baby Chloe. Gute Zeit. Rückseite, die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden? Den Geist des Dieners. Das sind wir. Wir sind der Geist des Dieners. Ach du Scheiße. Wartet mal. Wir haben eine Axt. Damit können wir jetzt auf jeden Fall überall rein, wo wir wollen. So, mach auf den Shit. Oh, die Axt ist jetzt weg. Oh nein, sag mir nicht, dass das nicht funktioniert. Oh, es funktioniert nicht, da können wir gar nicht rein.
Oh mein Gott, was ist das? Ich bin weg. So, ist hier hinter eine Tür? Ist eine Eule, die kann man bestimmt auch werfen, oder? Nein, du bist kein Erinnerungsstück. Okay, wir haben noch ganz viele andere Türen. War ich eigentlich oben? Warte mal. Ich war oben, ne? Aber... wir waren nicht überall drin. Oh mein Gott. Sind das Kinderknochen? Sehen nicht so aus. Ekelhaft. Oh boy, okay. Das Spiel übersteuert auch. Seht ihr das? Scheiße, Mann. Das Spiel übersteuert heftig. Okay. Habe ich es jetzt? Nein, habe ich nicht gemacht. Okay, warte. Ich glaube, das Spiel wird auch nicht heller, weil ich nicht die ganze Zeit... mache ich das Gamma nicht immer hoch und dann... oh, ich muss es applyen, ich Vollidiot. Ich habe es nie gespeichert. Deswegen ist es nicht heller geworden. Scheiße. Nein, nimm es mit. Okay. Was mache ich jetzt damit? Spülen, einmal spülen, bitte. Soll ich da reinfassen? Oh. Oh, was ist das? Ich habe ein Kinder... oh, oh Gott. Ah. Bösen Kopf. Oh, 4862. Durch das... wieder mehr Glück als Verstand. 4862. Das habe ich doch irgendwo gesehen. 4862. 4862. Hatten wir einen Zahlencode hier? Oder nicht? Lass mich mal ganz kurz die Axt mitnehmen. Da ist sie. Da ist ein Vogel gegen geflogen. 4862. Geht's auf? Es geht auf. 4862. Hier ist noch eine Axt. Wunderbar. Falls meine kaputt geht. Ist hier eine Schatulle, die vielleicht passwortgesichert ist? Sieht nicht so aus. Oh, da ist der Safe. Bingo. 4. Weiter. 4 8 6. Und die 2. Könnte es sein, dass ich mich verteidigen soll? Oh mein Gott. Okay, da war ein Ehering drin. Wir haben jetzt das Element Luft bekommen. Stand da. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich gehe einfach mal weiter. Da waren wir, hier waren wir. Die Bilder verändern sich langsam alle. Hier sind vielleicht noch ein paar Türen. Was war hier drin? Ah, das war das Zimmer. Okay. Da sollten wir schon sein. Gewesen sein und mehr zu holen gibt es... glaube ich nicht. Ich bin bereit zuzuschlagen. Ah, soll ich jetzt hier runter? Okay. Wir haben Feuer, Luft. Jetzt fehlt nur noch das... und das. Okay. Perfekt. Die Tür.